Zweites Buch, dritter Teil, ins tausendjährige Reich, die Verbrecher. Eins, die vergessene Schwester. Als Ulrich gegen Abend des gleichen Tags in ... ankam und aus dem Bahnhof trat, lag ein breiter, seichter Platz vor ihm, der an beiden Enden in Straßen auslief und eine beinahe schmerzliche Wirkung auf sein Gedächtnis ausübte, wie es einer Landschaft eigentümlich ist, die man schon oft gesehen und wieder vergessen hat. Ich versichere Ihnen, die Einkommen sind um 20% geringer geworden und das Leben um 20% teurer. Das macht 40%. Und ich versichere Ihnen, ein Sechstagerennen ist ein völkerverbindendes Ereignis. Diese Stimmen kamen dabei aus seinem Ohr. Coupé-Stimmen. Dann hörte er ganz deutlich sagen, trotzdem geht mir die Oper über alles. Das ist wohl ein Sport von Ihnen. Nein, eine Leidenschaft. Er bog den Kopf, als müsste er Wasser aus seinem Ohr schütteln. Der Zug war voll gewesen und die Reise lang. Tropfen allgemeinen Gesprächs, die während der Fahrt in ihn eingedrungen waren, quollen zurück. Ulrich hatte mitten in der Fröhlichkeit und Hast der Ankunft, die das Tor des Bahnhofs wie die Mündung eines Rohrs in die Ruhe des Platzes ausfließen ließ, gewartet, bis er nur noch tropfenweise rann. Nun stand er im Saugraum der Stille, die auf den Lärm folgt. Und zugleich mit der Unruhe seines Gehörs, die dadurch hervorgerufen wurde, fiel ihm eine ungewohnte Ruhe vor den Augen auf. Alles Sichtbare war darin stärker als sonst. Und wenn er über den Platz blickte, so standen auf der anderen Seite ganz gewöhnliche Fensterkreuze, so schwarz im Abendlicht, auf bleichem Glasglanz, als wären sie die Kreuze von Golgatha. Auch was sie bewegte, löste sich vom Ruhenden der Straße in einer Weise los, wie es in sehr großen Städten nicht vorkommt. Treibendes wie Stehendes hatte hier offenbar Raum, seine Wichtigkeit zu weiten. Mit einiger Neugierde des Wiedersehens fand er das heraus und betrachtete die große Provinzstadt, in der er kleine, aber wenig angenehme Teile seines Lebens zugebracht hatte. In ihrem Wesen lag, wie er sehr wohl wusste, etwas heimatlos Koloniales. Ein älterer Kern deutschen Bürgertums, der vor Jahrhunderten auf slawische Erde geraten war, war da verwittert, so dass außer einigen Kirchen und Familiennamen kaum noch etwas an ihn erinnerte. Und auch vom alten Sitz der Landstände, den diese Stadt später abgegeben hatte, war außer einem erhalten gebliebenen schönen Palast wenig mehr zu sehen. Aber über diese Vergangenheit hatte sich in der Zeit der absoluten Verwaltung das große Aufgebot einer kaiserlichen Statthalterei gelagert, mit seinen Zentralämtern der Provinz, mit den Haupt- und Hochschulen, den Kasernen, Gerichten, Gefängnissen, dem Bischofssitz, der Redoute, dem Theater, allen Menschen, die dazugehörten, und den Kaufleuten und Handwerkern, die sie nach sich zogen, so dass sich schließlich auch noch eine Industrie zugewanderte Unternehmer anschloss, deren Fabriken Haus an Haus die Vorstädte füllten und das Schicksal dieses Stücks Erde in den letzten Menschenalter stärker beeinflusst hatten als andere. Diese Stadt hatte eine Geschichte und sie hatte ein Gesicht. Aber darin passten die Augen nicht zum Mund oder das Kinn nicht zu den Haaren. Und über allem lagen die Spuren eines stark bewegten Lebens, das innerlich leer ist. Es mochte sein, dass dies unter besonderen persönlichen Umständen große Ungewöhnlichkeiten begünstigt. Begünstigte. Um es mit einem Wort zu sagen, das ebenso wenig einwandfrei ist
Ulrich fühlte etwas seelisch Stoffloses, darin man sich so verlor, dass die Neigung zu zügellosen Einbildungen erweckte. Er trug das sonderbare Telegramm seines Vaters in der Tasche und kannte es auswendig. Setze dich von meinem erfolgten Ableben in Kenntnis, hatte der alte Herr ihm mitteilen lassen, oder sollte man sagen, mitgeteilt. Darin drückte sich das schon aus, denn darunter stand die Unterschrift: Dein Vater, seine Exzellenz, der wirkliche geheime Rat, scherzte nie in ernsten Augenblicken. Der verschrobene Aufbau der Nachricht war darum auch verteufelt logisch. Denn er war es selbst, der seinen Sohn benachrichtigte, wenn er in Erwartung seines Endes den Wortlaut niederschrieb oder jemand in die Feder sagte und die Geltung der so entstehenden Urkunde für den Augenblick nach seinem letzten Atemzug bestimmte. Ach, ja, man konnte den Tatbestand vielleicht gar nicht richtiger ausdrücken. Und doch flatterte von diesem Vorgang, worin die Gegenwart eine Zukunft zu beherrschen versuchte, die sie nicht mehr zu erleben vermochte, ein unheimlicher Leichenhauch zornig verwesten Willens zurück. Bei diesem Verhalten, das ihn durch irgendeinen Zusammenhang auch an den geradezu sorgfältig ausgewogenen Geschmack kleiner Städte erinnerte, dachte Ulrich nicht ohne Besorgnis an seine in der Provinz verheiratete Schwester, der er nun wohl in wenigen Minuten begegnen sollte. Er hatte schon während der Reise an sie gedacht, denn er wusste nicht viel von ihr. Von Zeit zu Zeit waren mit den Briefen seines Vaters ordnungsgemäße Familiennachrichten zu ihm gelangt, etwa: Deine Schwester Agatha hat geheiratet. Woran sich ergänzende Angaben schlossen, da Ulrich damals nicht hatte nach Hause kommen können und wohl ein Jahr später hatte er schon die Todesanzeige des jungen Gatten erhalten. Und 3 Jahre darauf war es, wenn er nicht irrte, gewesen, dass die Mitteilung: Deine Schwester Agathe hat sich zu meiner Befriedigung entschlossen, wieder zu heiraten, eintraf. Bei dieser zweiten Hochzeit vor 5 Jahren war er dann dabei gewesen und hatte seine Schwester durch einige Tage gesehen, aber erinnerte sich nur, dass diese Tage wie ein Riesenrad aus lauter Weißzeug waren, das sich unablässig drehte. An den Gatten erinnerte er sich, der ihm missfiel. Agathe musste damals 22 Jahre alt gewesen sein, er selbst 27, denn er hatte gerade das Doktorat erworben. Also war seine Schwester jetzt 27 und er hatte sie seit jener Zeit weder wiedergesehen, noch einen Brief mit ihr gewechselt. Er erinnerte sich bloß, dass der Vater später öfters geschrieben hatte: Der Ehe deiner Schwester scheint, Gott sei es geklagt, nicht alles so zu sein, wie es könnte, obschon ihr Gatte ein vortrefflicher Mann ist. Auch hieß es: Ich habe mich sehr über die jüngsten Erfolge des Mannes deiner Schwester Agathe gefreut. So ähnlich hatte es jedenfalls in den Briefen gestanden, denen er bedauerlicherweise niemals seine Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Aber einmal, das erinnerte Ulrich nun doch ganz genau, war mit einer tadelnden Bemerkung über die Kinderlosigkeit seiner Schwester die Hoffnung verbunden gewesen, dass sie sich trotzdem in ihrer Ehe wohlfühle, wenn auch ihr Charakter ihr niemals erlauben werde, das zuzugeben. Wie mag sie jetzt aussehen? Dachte er. Es hatte zu den Eigentümlichkeiten des alten Herrn gehört, der sie so sorgenvoll voneinander benachrichtigte, dass er die beiden in zartem Alter gleich nach dem Tod ihrer Mutter aus dem Haus tat. Sie waren in getrennten Instituten erzogen worden und Ulrich, der nicht gut tat, hatte oft nicht auf Urlaub kommen dürfen, so dass er seine Schwester eigentlich schon seit ihrer Kindheit, wo sie sich allerdings sehr geliebt hatten, nicht mehr recht wiedergesehen hatte. Ein einziges längeres Beisammensein, ausgenommen als Agathe eine 10-Jährige war. Es erschien Ulrich natürlich, dass sie unter diesen Umständen auch keine Briefe wechselten. Was hätten sie wohl einander schreiben sollen? Als Agathe das erste Mal heiratete, war er, wie er sich jetzt erinnerte, Leutnant, und lag mit einem Duellschuss im Spital. Gott, welcher Esel er war. Im Grunde genommen, wie viele verschiedene Esel sogar. Denn er kam darauf, dass die Leutnantserinnerung mit dem Schuss
gar nicht dahergehörte. Er war vielmehr beinahe schon Ingenieur gewesen und hatte Wichtiges zu tun, was ihm vom Familienfest fernhielt. Und von seiner Schwester hieß es später, dass sie ihren ersten Mann sehr geliebt habe. Er erinnerte sich nicht mehr, durch wen er das erfuhr. Aber was heißt schließlich, sie hatte sehr geliebt, das sagt man so. Sie hatte wieder geheiratet und den zweiten Mann mochte Ulrich nicht ausstehen. Dies war das einzig Sichere. Nicht nur nach dem persönlichen Eindruck mochte er ihn nicht, sondern auch nach einigen Büchern von ihm, die er gelesen hatte. Und es konnte schon sein, dass er seither seine Schwester nicht ganz unabsichtlich aus dem Gedächtnis verloren hatte. Gut gehandelt war das nicht, aber er musste sich gestehen, dass er sich sogar in dem letzten Jahr, wo er an so vieles gedacht hatte, kein einziges Mal an sie erinnert hatte. Und noch bei der Todesnachricht nicht. Aber am Bahnhof hatte er den Alten, den abholte, gefragt, ob sein Schwager schon da sei. Und als er erfuhr, dass Professor Hagauer erst zum Begräbnis erwartet werde, erfreute er sich daran. Und obwohl bis zum Begräbnis höchstens 2 oder 3 Tage fehlen konnten, kam ihm diese Zeit wie eine Klausur von unbegrenzter Dauer vor, die er jetzt neben seiner Schwester verbringen werde, als wären sie die vertrautesten Leute auf der Welt. Es würde vergeblich gewesen sein, wenn er sich gefragt hätte, wie das zusammenhänge. Wahrscheinlich war der Gedanke unbekannte Schwester eine jener geräumigen Abstraktionen, in denen viele Gefühle Platz finden, die nirgend recht zu Hause sind. Und während er von solchen Fragen beschäftigt wurde, war Ulrich langsam in die fremd vertraute Stadt hineingegangen, die sich vor ihm auftat. Er ließ einen Wagen mit seinem Gepäck, unter das er im letzten Augenblick vor der Abreise noch ziemlich viel Bücher getan hatte, und mit dem alten Diener folgen, der, schon zu seinen Kindheitserinnerungen gehörend, ihn abgeholt hatte und das Hausmeister mit dem Hausmeier und dem Universitätsdieneramt in einer Art vereinte, über deren innere Grenzen mit den Jahren Ungenauigkeit gekommen war. Wahrscheinlich war es dieser bescheiden verschlossene Mann, dem Ulrichs Vater die Todesdepesche in die Feder gesagt hatte, und Ulrichs Füße gingen verwundert angenehm den Weg, der sie nach Hause führte, während seine Sinne jetzt wach und neugierig die frischen Eindrücke aufnahmen, mit denen jede wachsende Stadt überrascht, wenn man sie lange nicht gesehen hat, an einer bestimmten Stelle, deren sie sich früher entsannen als er, bogen Ulrichs Füße mit ihm vom Hauptweg ab. Und er fand sich dann nach kurzer Zeit in einer schmalen, nur von 2 Gartenmauern gebildeten Gasse. Schräg stand dem Kommenden das knapp 2-stöckige Haus mit dem höheren Mittelbau gegenüber, den alten Pferdestall zur Seite, und noch immer an die Mauer des Gartens gedrückt stand das kleine Häuschen, wo der Diener mit seiner Frau wohnte. Es sah aus, als hätte sie trotz allen Vertrauens der ganz Alte möglichst weit von sich fortgeschoben und sie doch mit seinen Mauern umspannt. Ulrich war in Gedanken an den verschlossenen Garteneingang gelangt und hatte den großen Klopfring, der dort statt einer Glocke an der niederen, altersgeschwärzten Tür hing, aufschlagen lassen, ehe sein Begleiter gelaufen kam und den Irrtum berichtigte. Sie mussten um die Mauer zum Vordereingang zurück, wo der Wagen hielt, und erst da, in dem Augenblick, wo er die ungeöffnete Fläche des Hauses vor sich sah, fiel es Ulrich auf, dass ihn seine Schwester nicht vom Bahnhof abgeholt hatte. Der Diener meldete ihm, dass die gnädige Frau Migräne gehabt und sich nach Tisch zurückgezogen hätte, mit dem Auftrag, sie zu wecken, wenn der Doktor käme. Ob seine Schwester öfters Migräne habe, fuhr Ulrich fort zu fragen und bereute zugleich diese Ungeschicklichkeit, die seine Fremdheit vor dem alten Vertrauten des väterlichen Hauses bloßstellte und an Familienbeziehungen rührte, über die man besser schwieg. Die gnädige junge Frau hat Auftrag gegeben, in einer halben Stunde den Tee zu servieren, erwiderte wohlerzogen der Alte mit einem höflich blinden Dienergesicht, das in behutsamer Weise die Versicherung gab, er verstünde nichts, was über seine Pflicht hinausgehe. Unwillkürlich blickte Ulrich zu den Fenstern hinauf, in der Vermutung,
Es könnte Agathe dahinter stehen und sein Kommen mustern. Ob sie wohl angenehm sei, fragte er sich und stellte unbehaglich fest, dass der Aufenthalt recht misslich sein werde, wenn sie ihm nicht gefalle. Dass sie weder zur Bahn noch ans Haustor kam, erschien ihm allerdings als ein vertrauenserweckender Zug, und es zeigte sich darin eine gewisse Verwandtschaft des Empfindens. Denn genau genommen wäre es ebenso unbegründet gewesen, ihm entgegenzueilen, wie wenn er selbst, kaum angekommen, an die Bahre seines Vaters hätte stürzen wollen. Er ließ sagen, dass er in einer halben Stunde bereit sein werde und brachte sich ein wenig in Ordnung. Das Zimmer, worin er untergekommen war, lag im mansardenartigen zweiten Stockwerk des Mittelbaus und war sein Kinderzimmer gewesen, jetzt wunderlich ergänzt um einige offenbar nur zusammengeraffte Einrichtungsstücke, die zur Bequemlichkeit von Erwachsenen gehören. Wahrscheinlich lässt es sich nicht anders ordnen, solange der Tote im Hause ist, dachte Ulrich und richtete sich auf den Trümmern seiner Kindheit nicht ohne Schwierigkeit ein, doch auch mit ein wenig angenehmen Gefühls, das wie Nebel aus diesem Boden aufstieg. Er wollte die Kleidung wechseln und dabei kam ihm der Einfall, einen pyjamaartigen Hausanzug anzulegen, der ihm beim Auspacken in die Hände fiel. Sie hätte mich doch wenigstens in der Wohnung gleich begrüßen sollen, dachte er, und es lag ein wenig Zurechtweisung in der unbekümmerten Wahl dieses Kleidungsstücks, obwohl das Gefühl, seine Schwester werde schon irgendeinen Grund für ihr Verhalten haben, der ihm gefallen könne, auch erhalten blieb und dem Umkleiden etwas von der Höflichkeit verlieh, die in dem zwanglosen Ausdruck des Vertrauens liegt. Es war ein großer, weichwolliger Pyjama, den er anzog, beinahe eine Art Pierrot-Kleid, schwarz-grau gewürfelt und an den Händen und Füßen ebenso gebunden wie in der Mitte. Er liebte ihn wegen seiner Bequemlichkeit, die er nach der durchwachten Nacht und der langen Reise angenehm fühlte, während er die Treppe hinabstieg. Aber als er das Zimmer betrat, wo ihn seine Schwester erwartete, wunderte er sich sehr über seinen Aufzug, denn er fand sich durch geheime Anordnung des Zufalls einem großen, blonden, in zarte, graue und rostbraune Streifen und Würfel gehüllten Pierrot gegenüber, der auf den ersten Blick ganz ähnlich aussah wie er selbst. Ich habe nicht gewusst, dass wir Zwillinge sind, sagte Agathe, und ihr Gesicht leuchtete erheitert auf.